Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer ist wieder zurück in Expeditions Viking, hier in Skjern. Und wir sind weiterhin auf der kleinen Rundreise im Dorf, um hier mit allen Charakteren einmal gesprochen zu haben. Wir haben schon gesehen, einige Leute sind doch sehr dankbar uns gegenüber. Die beiden befreiten Wikinger aus Perth haben wir schon getroffen. Eine Familie, denen wir im Sumpf geholfen hatten vor langer Zeit, hat uns ein Geschenk gemacht. Und hier haben wir jetzt offenbar einen Händler mit einem Bierfässchen hier stehen. Wer bist du denn? Ilugi. Ehrenwerter Tane, willkommen an meinem bescheidenen Verkaufsstand. Mir kam zu Ohren, dass hier gebaut wird. Ich bin gekommen, um meine Dienste anzubieten. Woher kommst du denn? Ich komme aus dem Süden Götalands, nicht weit von dem Ort, an dem deine Mutter aufgewachsen ist. Ich hatte Gelegenheit, sie kennenzulernen, als sie mich in Skjern willkommen geheißen hat. Eine sehr nette Dame. Nach der Schlacht von Bravellir habe ich eine Zeit lang als Söldner gekämpft, aber ich möchte nicht mehr kämpfen. Deshalb habe ich mich für ein ruhiges Leben als Händler entschieden. Okay, was hast du zu verkaufen? Ich handle hauptsächlich mit Holz aus dem Norden. Das ist robuste Ware, mit der du dein Dorf vergrößern und verbessern kannst. Ach, guck mal. Dank alter Kontakte aus meiner Zeit als Söldner komme ich auch an Sklaven. Sehr nützlich, wenn die Bauarbeiten schnell vonstatten gehen sollen. Als Bezahlung nehme ich gerne Pökelfleisch und Rohmaterialien an. Ja, ich werde mich mal kurz bei ihm umschauen. Dein Clan ist wesentlich reicher geworden, seit ich hier bin. Ich glaube, du wirst meine Preise jetzt wirklich in Ordnung finden. Das klingt gut. Er hat angemessene Preise. Ja, das einzige Problem ist, wir haben kein Rohmaterial und Rationen geben wir auch ungern jetzt her. Sklaven finde ich auch irgendwie... Naja, ob wir dafür so viele brauchen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also wir könnten uns natürlich einiges Holz holen. Wir könnten uns auch 10 Rohmaterialien endlich mal holen. Für 1200 Preziosen. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall machen. Und Holz, ja. Dass wir mal so einen Grundstock von 50 Holz uns organisieren. Ich glaube, das ist auch mehr als angemessen. Dafür geben wir gerne Geld aus. Wir haben es ja gerade übrig. Ich komme wieder, wenn ich etwas brauche. Ganz genau. Schön, auch gut zu wissen, dass wir dort einen solchen Händler haben bei uns hier. So, wir gehen jetzt mal hier zu Gunnar und dem Trainingsplatz hier drüben. Hier wird ja fleißig gekämpft. Wir haben schon gehört, Grimulf bildet hier die jungen Leute aus. Was macht Gunnar hier? Es ist gut, dann und wann nach Hause zu kommen und zu sehen, wofür man kämpft, nicht wahr? Das ruhige, sesshafte Leben hat mich nie gereizt, aber ich verstehe, wie wertvoll es ist, ein Zuhause zu haben. Ja, wie bist du denn eigentlich ein Ulfedim geworden? Ah, das ist eine lange Geschichte. Ich war ein junger Mann mit mehr Herz als Verstand, ging auf eine lange Reise mit kaum mehr als den Kleidern am Leib. Eines Tages geriet ich auf einen verschneiten Berggipfel in eine wilde Rauferei vor einem Tempel. Ich ging als Sieger hervor, und das war der einzige Beweis, den meine neuen Brüder brauchten. Der Beweis, dass ich in der Gunst des Allvaters stehe. Okay, alles klar. Also sehr direkt auch wieder. Erzähl mir doch mal von deiner Heimat. Gunnar seufzt tief. Wehmut überkommt ihn. Ein wunderschöner Ort mit tiefen Fjorden, die Erde durchziehen. Dort spürt man so richtig, wie klein und unbedeutend der Mensch ist. Er sieht sich abfällig um. Nicht wie dein Land, flach bis zum Horizont und das in alle Richtungen. Hier kommt der Mensch nur auf die törichte Idee, er sei etwas wert. Okay. Wie steht er denn eigentlich zu unseren Gefolgsleuten? Das fragen wir mal. Ich werde mal gucken, dass wir jetzt nur die... Ja, weiß ich nicht, nur die wichtigsten mal fragen. Was hältst du eigentlich von Nefja? Merk dir meine Worte, diese Frau wird eines Tages ihren Ehemann an den Rand des Wahnsinns treiben. Aber ich kann sie gut leiden. Sie kämpft wie eine Wölfin, die ihre Jungen beschützt. Okay. Wie verstehst du dich mit Kettil? Er ist ein lustiges Kerlchen, aber Spaßvögel leben gefährlich. Okay. Asleifer und Roskva haben wir ja nur noch selten dabei. Ich frag nochmal nach Eidis und nach Morkant. Sie ist eine ganz wunderbare Frau. Wäre sie ein bisschen jünger oder ich ein bisschen älter? Ach, ich bin kein Mann zum Heiraten, aber wenn, dann wäre sie bestimmt die Richtige.
Alles klar, ich spüre da Connections. Was denkst du denn über Morkant? Ich traue diesem Priester nicht über den Weg. Bei seinem christlichen Geschwafel stellen sich mir die Nackenhaare auf. Woher wissen wir denn, ob seine Gebete nicht vielleicht irgendwelche Flüche gegen uns sind? Tja, und im Vergleich dazu, was hältst du denn wohl von Roskva? Von der kleinen Hexe? Sie ist eine Lebensretterin. Ich meine das ernst, sie hat mich schon so oft wieder zusammengeflickt. Besser als neu. So jemanden brauchen wir bei uns. Okay, also... Ich werde mal was nachgucken hier. Ich fände es ja super cool, wenn zum Beispiel jetzt diese Gespräche tatsächlich auch Auskunft darüber geben, wie stark die Charaktere oder wie gut die Charaktere zueinander passen. Aber ob das der Fall ist, werden wir sehen. Also er ist aggressiv, aufgeschlossen, gierig, optimistisch. Und sie ist... Oh, wir haben jetzt bei allen fast... Guckt euch das mal an. Unerschütterlich. Bei Ketil, bei Duna, bei Roskva, bei Effa. Wow, bei Morkant auch. Nefja ist aber nur ergeben. Aslife ist immerhin bei Zögerlich angekommen. Auch besser geworden. Eides ist leider nur noch zufrieden. So, sie ist gerissen, abergläubisch, gierig, unabhängig. Also die passen irgendwie zueinander, aber sind schon sehr verschiedene Charaktere. Und sie hat noch eine leichte Schnittwunde an den Augen. Woher kam das denn jetzt? Wo hat die denn eine Wunde hergenommen? Oh, okay. Wir sollen uns das nächste Mal drum kümmern. Dann Eides passt ja angeblich auch sehr gut zu ihm. Sie ist ehrbar, eingebildet, selbstlos und kooperativ. Also die passen dann aber charakterlich nicht einfach so aufeinander, sondern, naja, sie ergänzen sich halt, ne? So wie man das auch erwarten würde. Okay, ja. Weiß gar nicht, ob es jetzt hier noch großartig was gibt in diese Richtung oder ob wir... Wir wollten ja auch auf jeden Fall bei Nefjas Schwester vorbeischauen. Hier ist, glaube ich, Eides Hütte, ne? Oh, da kann ich sogar reingehen. Vielleicht ist Eides ja da drin. Ich will zumindest mal nachgesehen haben nach meinen ganzen Leuten. Ja, tatsächlich, sie steht hier. Den Jungen geht es gut. Sie scheinen die Hilfe ihres Onkels eigentlich gar nicht mehr zu brauchen. Stell dir nur vor, was für ein Leben sie führen könnten, wenn wir erfolgreich sind. Sie müssten sich nie wieder die Hände schmutzig machen. Ja, wie geht es deinen Söhnen? Wir fragen nochmal nach. Sie kommen ganz gut zurecht. Ihr Großonkel hatte stets ein wachsames Auge auf sie. So wie es klingt, hat ihnen das auch gut getan. Aber es ist schön, wieder hier zu sein. Ich fühle mich hier einfach wohler. Okay, warum war dein Ehemann eigentlich nie mit meinem Vater zusammen auf See? Ich bin mir nicht sicher. Sie hatten eine Art Abkommen. Helgi verlangte, dass alle fähigen Männer kämpfen. Alvaldre wollte jedoch lieber bei seinen Söhnen bleiben. Der Kompromiss lautete dann, Alvaldre bildet die Kinder aus, wenn Helgi und die anderen nicht im Dorf sind. Der Tane fand das durchaus sinnvoll. Na, ja, das ist okay. Seit Alvaldre tot ist, bin ich auch wirklich froh darum. Dadurch konnte ich vor seinem Tod noch viel Zeit mit ihm verbringen. Die anderen Witwen hier kannten ihre Gatten kaum und verloren sie dann irgendwo in einem fernen Land. Wenigstens sind Mani und Frigerdre zusammengestorben. Ah, und Fritgerdre. Okay. Du hast von Mani und Fritgerdre gesprochen? Wir fragen mal nach. Eides nickt heftig. Sigridres Eltern. Du kanntest sie kaum, hm? Gute Leute. Fritgerdres Schnittwange haben wir ihre Mutter genannt, wegen ihrer Narbe. Es gibt keinen Mann in diesem Dorf, den Fritgerdre nicht irgendwann einmal zu Schnecke gemacht hat. Das klingt ja lustig. Mani war die sanftere, war da eine sanfte, Moment, nochmal neu. Mani war da eine sanftere Seele, hat Sigridre alles über die Jagd beigebracht.
Die beiden fielen in Friesland während einer gemeinsamen Schlacht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ach, wie schade. Traurige Geschichte. Was hältst du denn von den anderen Gefolgsleuten? Ich bin mal gespannt. Was hältst du von Nefja? Sie spricht übrigens nicht gerne über Leute hinter ihrem Rücken. Eides seufzt. Das Mädchen steht sich selbst im Weg, voller Minderwertigkeitsgefühle, und die Mutter tut ihr Übriges dazu. Manchmal möchte ich dieser Närrin eine Ohrfeige geben, wenn ich höre, wie sie über ihre Töchter redet. Ich möchte nicht grausam klingen, aber es hätte den gleichen Effekt, wenn sie Nefjas Hand einfach ins Feuer halten würde. Okay, das ist mal eine Ansage. Was hältst du von Ketil? Ah, so ein netter Junge. Aber er muss lernen, dass es manchmal besser ist, den Mund zu halten. Ja, ist sehr geschwätzig, das stimmt. Irgendwas aus seiner Vergangenheit scheint ihn zu bedrücken. Ich habe schon ab und zu versucht, ihn zum Reden zu bringen, aber er verschließt sich immer davor. Ich wünschte, ich wüsste, was ihm zu schaffen macht. Vielleicht könnte ich ihm ja helfen. Stimmt, wir hatten ja die Geschichte mit dieser Kette, ne? Das habe ich ja ganz vergessen, da müssen wir sowieso nochmal zurück. Das sollten wir auf jeden Fall klären mit ihm. Ja, was denkst du über Asleifere? Er war früher so ein freundlicher, charmanter Junge. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht mehr daran, aber sein Vater hat ihm das durch seine Prügel ausgetrieben. Eine Schande. Und was sagst du zu Gunnar? Manchmal ein echter Grobian und einen Hunger hat er wie ein Ochse. Aber ich glaube, keiner von euch weiß meine Kochkünste mehr zu schätzen als er. Ich habe Angst, dass er seinen Blutrausch vielleicht eines Tages nicht mehr unter Kontrolle hat. Sei es, weil er Freund und Feind nicht mehr unterscheiden kann oder weil es ihm schlichtweg egal ist. Ich will nicht, dass seine verdammte Riesenaxt eines Tages in meinem Schädel steckt. Ja, das kann ich verstehen. Ja, was hältst du von Roskva? Die Kleine hat ein finsteres Gemüt, eine ewige Außenseiterin, stets in sich gekehrt. Aber sie hat sich gut um Hulda gekümmert. Schade, dass sie miterleben musste, wie das alte Mädchen den Verstand verloren hat. Wirklich schade. Ja, wir fragen mal auch nach den anderen hier. Effa, die wir jetzt in Britannien kennengelernt hatten bei den Pikten. Ein seltsames, aber liebenswertes Mädchen. Sie hat gesagt, dass ich sie an ihre Mutter erinnere. Ich konnte das zuerst nicht so richtig einordnen. Inzwischen gehe ich aber davon aus, dass es als Lob gemeint war. Also, ach so, das hatten wir schon gefragt. Verstehst du dich mit Effa, genau? Ja, das klingt doch ganz gut. Und was denkst du über Morkant? Sie kratzt sich im Nacken. Ich ging eigentlich davon aus, dass er davonläuft, sobald wir ihm einmal den Rücken zudrehen. Ich wundere mich, dass er immer noch bei uns ist. Wahrscheinlich verfügt er nicht über das nötige Rückgrat, die Flucht anzutreten. Wir steuern allerdings Northumbrien an und ich bin ziemlich sicher, dass er das nicht mitmachen wird. Ich denke, er hat sowieso schon genug. Na gut. Wir sehen uns auf dem Schiff, das wär's erstmal hier, mit Eides und ihren Söhnen. Hier ist zumindest Thorwaldre. Ah, die Söhne sind gar nicht hier, ne? Na gut. Dann lasst uns doch mal noch kurz bei der Hexenhütte vorbeischauen, bei Roskva, und dann gehen wir zu Nefja. Und dann haben wir ja schon einige unserer Gruppenmitglieder hier konsultiert, Meinungen eingeholt und hier generell ein bisschen Zeit verbracht. Gott, hier stehen ja jetzt wieder, steht hier diese komische Eiche mit den erhängten Leuten, mit diesen ganzen Opfern. Es ist übrigens historisch, glaube ich, super umstritten, ob es solche Menschenopfer wirklich gegeben hat oder ob das mehr eine Erfindung der Nachwelt ist. Also das nur so ganz kurz als Einordnung. Das weiß man nicht so genau. Okay. Hallo, ich freue mich, dass du vorbeikommst. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein und nach Hulda zu sehen. Eides Söhne haben sich gut um sie gekümmert. Du solltest mit ihr sprechen. Sie ist heute bei klarem Verstand. Oh, das klingt gut. Wie geht es Hulda denn? Oh, immer schlechter und schlechter. Du hast ja erlebt, wie sie sein kann, wenn es ihr schlecht geht. Ihre Verwirrungszustände werden nicht besser. Sobald sie müde wird, geht es meistens los. Ich weiß einfach nicht, was man da tun kann. Ich spiele manchmal mit dem Gedanken, sie davon zu erlösen. Das wäre ziemlich einfach. Von der Durchführung her meine ich, emotional gesehen weniger. Oh Mann. Was lernt man eigentlich so? Wir lenken jetzt mal ein bisschen von diesem schweren Thema ab. Was lernt man eigentlich so als Schülerin einer Hexe? Das, was man üblicherweise als Hexe wissen muss, nehme ich an. Pflanzenkunde und so.
Heilpflanzen und Giftpflanzen unterscheiden, wie man sie am besten zubereitet für die optimale Wirksamkeit. Viel über Geistwesen, nicht nur die üblichen Göttergeschichten, die jeder kennt, die Geister des Waldes und der Erde, wie man sie um Gefallen bittet, wie man sie nicht allzu sehr verärgert. Und Rituale, um mit Tieren, Geistern und den Göttern zu sprechen und auch die Dinge, vor denen alle Angst haben, das Verfluchen von Feldern und Lenden, das Verhexen mit Pocken oder Unglück. Du weißt schon, Hexenkram eben. Okay, wir fragen auch sie mal, was sie von den Leuten hält. Was denkst du über Nefja? Die weizenblonde Kriegerprinzessin? Ich schätze, sie ist in Ordnung. Es ist unmöglich, ein gutes Gespräch mit ihr zu führen, weil sie so starke Minderwertigkeitsgefühle hegt, aber wahrscheinlich haben gerade die sie zu so einer starken Frau gemacht. Also sind sie vielleicht gar nicht so schlecht. Aber immer wenn sie wegen ihrer ach so hübschen Schwester herumjammert, rollen sich mir die Zehennägel auf. Hat diese Frau eigentlich schon mal ihr Spiegelbild gesehen? Also wirklich. Tja. Wie verstehst du dich mit Kettil? Er ist lustig, aber ich glaube, er hat Angst vor mir. Keine Ahnung, vielleicht denkt er, dass ich beiße. Muss ich es wirklich aussprechen? Der Junge hat Probleme. Er spielt den selbstironischen Witzbold, aber die Rolle nimmt ihm niemand ab. Ja, das haben wir ja schon gehört. Was denkst du, oder hast du eine Meinung über Asleife? Asleife sagt zwar, dass er es mir nicht nachträgt, dass ich ihn vor dem Duell vergiftet habe, aber es nagt definitiv noch an ihm. Ich gehe ihm möglichst aus dem Weg. Ja, das ist wirklich ein Problem. Das hatten wir ja damals in die Wege geleitet. Das hatte natürlich... Schön, dass das hier auch bis in diesen Dialog hinein Konsequenzen hat. Das finde ich gut. Also nicht gut in dem Sinne, was es ist, sondern dass es hier halt eine Rolle spielt. Ne? Was denkst du über Gunnar? Sie grinst und kaut auf ihrer Unterlippe. Hast du gesehen, was er für Muskeln hat? Wie weit glaubst du, könnte er mich wohl werfen, wenn er mich hochhebt? Das sollten wir eines Tages einmal herausfinden. Alles klar. Wie findest du Eides? Eides ist die Mutti des ganzen Gefolges. Dank ihr fühlt es sich so an, als seien wir eine große Familie. Schön. Verstehst du dich denn mit Effa? Sie ist ziemlich süß. Als sie merkt, was ihr da gerade rausgerutscht ist, errötet Roskva leicht und versteckt den Grinsen hinter ihrer Hand. Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Soll ich versuchen, euch zu verkuppeln? Okay. Würden wir sowas machen? Ich überlege gerade so. Interessante Kombination. Sind wir so offen als Tane? Ich meine, ist das jetzt... Man weiß es ja nicht, ne? So gleichgeschlechtliche Beziehungen bei den Nordmännern, das ist auch sehr umstritten. Also, da gibt es jetzt auch keine eindeutigen Gegenbelege für, dass es das gar nicht gab. Es gibt auch keine Belege, dass das irgendwie üblich war. Aber vorstellbar ist es mit Sicherheit. Ich glaube, wir sind einfach mal so offen. Soll ich versuchen, euch zu verkuppeln? Was? Nein, sie ist nicht interessiert. Ich spüre so etwas. Sie kichert verschämt, okay. Na, vielleicht können wir Effa nochmal darauf ansprechen, mal gucken. Aber was denkst du denn über Morkant? Verklemmt, selbstgerecht, zu sehr von sich überzeugt, übereifrig. Sie zuckt mit den Schultern. Ja, ist in Ordnung. Er würde es niemals zugeben, aber ich finde, dass seine Gebete genauso funktionieren wie meine Rituale. Sie funktionieren, weil wir daran glauben. Tja, da hat sie mit Sicherheit recht. Wir sehen uns auf dem Schiff. So, wir werden jetzt aber mal kurz mit Hulda noch sprechen. Hi Loxel, mein Lieber. Dein Gesicht sehe ich nicht so häufig. Soll die alte Hulda dir helfen? Es gibt Verletzte in meinem Gefolge. Sie steht neben dir übrigens. Es ist Roskva mit ihrem Auge. Kannst du ihnen helfen? Oh, die Ärmsten. Selbstverständlich helfe ich. Dann wollen wir mal sehen. Alles klar, da können wir also heilen. Eine Stunde später. Ja, das ist doch gut, dann ist Roskva wenigstens direkt geheilt. Ich weiß zwar gar nicht, wo sie verletzt worden ist, aber okay. So, das wär's. Lass es ein wenig einwirken. Zeit und Schlaf sorgen für den Rest. Okay. Ach so, sie ist ja bei dem Kampf gegen den Orkney-Jahrherrscher irgendwie umgefallen. Zwei Runden vor Schluss, dass sie da so eine heftige Verletzung von hatte. Heftig. Aber jetzt geht's ihr wieder gut. Wunderbar.
So, liebe Leute, dann lasst uns mal zügig zu Nefja gehen, denn ich möchte jetzt hier nicht die Staffel beenden und habe nicht mal bei Nefja und ihrer Mutter und ihrer Schwester vorbeigeschaut, der es ja angeblich super schlecht gehen soll. War das hier hinten? Hier, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, es war dieses Haus. Schauen wir da nochmal nach. Ja, da ist Nefja. Nefja kniet vor dem Bett ihrer Schwester und hält zärtlich ihre Hand. Sie hat geweint. Aifura ist blasser denn je. Oder Aifura. Ich hatte recht. Mein Traum hatte recht. Oh nein, das tut mir so leid. Es ist dieselbe verfluchte Krankheit. Ich muss etwas tun. Wir müssen das ein für alle Mal loswerden. Aifura lächelt traurig und müde. Wein doch nicht, Neff. Ich weiß ja, dass Mutter noch dich hat, aber deshalb kann ich meinen Tod akzeptieren. Sag das nicht! Du wirst nicht sterben! Ja, ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich werde bei Hulda Rat suchen. Vielleicht fällt ihr ja etwas ein, wie man das behandeln kann. Sie hat ja gerade einen guten Tag. Danke. Wir müssen etwas unternehmen. Aifura hat so lange und so hart gekämpft. Ich lasse nicht zu, dass ich sie jetzt auch noch verliere. Oh Gott. Ja, dann machen wir das. Nächstes Mal, liebe Leute. Ich muss heute wirklich pünktlich wieder Schluss machen. Aber es war mir eine Freude, hier in Skjern all unsere Mitglieder des Gefolges und auch die Dorfbewohner mal ein wenig, ein wenig zu befragen, uns ein wenig umzuhören und zu sehen, dass es offenbar unserer Siedlung besser denn je geht. Das ist wirklich sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dieser kleinen Rundtour. Wir sehen uns dann in der nächsten Staffel wieder und da werden wir dann versuchen, Nefjas Schwester zu helfen und werden wahrscheinlich auch wieder aufbrechen in Richtung Britannien. Es gibt ja hier für uns auch noch einiges, was wir in Angriff nehmen können. Also, bis dahin macht's gut, liebe Leute. Bis bald, euer Tastenhauer sagt. Ciao, ciao.